Heute ist Montag. Montag ist eigentlich Impfstoff-Hoffnungstag. Und in der Tat, wir haben heute dann wieder unsere Impfstoff-Hoffnung bekommen. Aber dennoch hat es diesmal nicht gereicht, dass die Kurse ins Plus gedreht sind. Sowohl der DAX mit einem leichten Minus als auch die US-Indizes teilweise mit einem stärkeren Minus, vor allem Dow Jones und der Nebenwerte-Index Russell 2000. Also jene Indizes, die zuletzt am stärksten profitiert hatten. Heute schwächer, etwas besser Nasdaq und der S&P 500. Was ist da los? Warum werden gute Nachrichten nicht mehr gekauft? Warum bekommen wir unsere montägliche Impfstoffdosis gewissermaßen und reagieren nicht mehr mit der Bildung von Antikörpern gegen Kursverluste? Das ist die große Frage. Nach meiner Auffassung gibt es dazu zwei Antworten. Die erste ist, weil alle schon drin sind. Die sind all in gewisserweise. Und die zweite ist, dass jetzt Profi-Investoren ihre Portfolios adjustieren müssen. Das gilt vor allem für Pensionskassen und Investmentfonds. Es gibt ja auch die staatlichen Fonds, zum Beispiel dieser norwegische Staatsfonds, der ja eine gewisse Quote von Aktien und Anleihen hat. Die bilanzieren meistens vierteljährlich, also quartalsmäßig. Dementsprechend dürften die dann, weil sie sehr stark in Aktien übergewichtet sind, noch im Dezember hier ihr Portfolio adjustieren müssen. Andere beginnen es jetzt schon. Das ist nach meiner Auffassung das, was man über den heutigen Handelstag sagen kann. Wir sehen zunächst mal ja vierte Impfstoff-Montagshoffnung in Folge, diesmal Moderna, die Aktie 11% im Plus, nachdem man gesagt hat, man wird jetzt diese Notfallzulassung beantragen. Vaccine ist 94,1% effektiv. Insgesamt von über 30.000 oder 30.000 Probanden sind weniger als 200 an Corona erkrankt. Kein einziger in der Gruppe, die diesen Impfstoff bekommen haben, schwer. Dagegen welche, die in der Placebo-Gruppe waren, da gab es welche. Nun haben wir also einen minimalen Datensatz und dann wird hier gesprochen von 100% Effektivität gegen schwere Verläufe der möglichen Infizierung. Das halte ich für Augenwischerei. Man kann vielleicht von Trends sprechen, von ersten Trends sprechen. Solche Studien sind ja normalerweise mindestens auf 2 Jahre angelegt und jetzt will man also nach 2-3 Monaten schon solche Aussagen machen wie 100% Wirksamkeit gegen schwere Verläufe. Halte ich für schwierig. Aber das ist eben derzeit sozusagen das Wettrennen zwischen den verschiedenen Firmen, die sich überbieten mit Wirksamkeiten, mit wir sind die Tollsten, wir haben den tollsten Impfstoff, aber die anderen haben wir auch lieb, denn alle braucht es, damit wir diese schreckliche Geschichte überwinden können. Naja, aber es ist eben so, dass natürlich da jetzt die beste aller Welten langsam eingepreist ist in den Aktienmärkten. Wir haben am Montag gewisserweise den Impfstoff-Hoffnungstag. Dienstag bekommen wir dann in der Regel den Stimulus. Hoffnungstag am Mittwoch hoffen wir gerne auf die Fed. Am Donnerstag hoffen wir, dass Donnerstag ist. Das macht uns hoffnungsvoll. Und am Freitag, da wird der VIX verprügelt. Das ist so das Muster jetzt in diesem Jahr. Das ist das Muster vor allem seit der Impfstoff-Euphorie. Und warum es so schwierig ist für die Märkte derzeit jetzt noch weiter zu steigen, nachdem sie ja schon einige Strecke hinter sich haben, ist eben diese intensive Positionierung auf der Long-Seite, 106% gehebelt. Mehr also als man Cash hat, ist man hier drin und normalerweise ist es dann eben schwierig hier zu steigen. Ich hatte die Grafik heute Morgen im Videoausblick schon mal gezeigt. Wer soll dann auch kaufen? Es sind eben viele richtig reingegangen, das sieht man an vielen Parametern. Gleichwohl hinken viele hinterher, zum Beispiel Hedgefonds, zum Beispiel CTAs, also amerikanische Vermögensverwalter, sind teilweise Ein-Personen-Unternehmen. Ich war mal an der CME in Chicago, da gibt es viele solcher CTAs, die sitzen teilweise allein im Büro, sind 2-3 Hanseln, die eben das Geld von anderen verwalten. Das sind sehr, sehr viele Leute in den USA, zumindest vor der Finanzkrise war es noch so, dann hat es viele rausgespült. Jedenfalls laufen die deutlich hinterher, wie wir hier sehen, oben den S&P 500, in der Mitte die Hedgefonds und ganz unten die CTAs, die also kaum vom Fleck kommen. Das ist natürlich ärgerlich und gibt böse E-Mails von Kunden, die sagen, guckst du, S&P 500 geht nach oben und mein Portfolio, mein Depot geht nicht so stark nach oben. Also da sind einige zu spät gekommen und die wollten jetzt unbedingt noch rein. Wir haben jetzt die größten Zuflüsse in die Aktienmärkte gesehen ever, was die letzten 3 Wochen betrifft. Wir haben extreme Zuflüsse in ETFs gesehen und wir haben extremste Volumina bei Optionen gesehen. Jetzt diese Woche vor Thanksgiving, oder diese Woche, in der Thanksgiving war, letzten Donnerstag, ja,
eigentlich dünner Handel, da sind Profi-Investoren normalerweise nicht so wahnsinnig stark am Start, weil das eben so eine halbe Woche ist mit dem Feiertag dazwischen. Den Freitag kann man dann vergessen, so wie es gestern dann oder am letzten Freitag ja war. Aber dennoch wurden mehr als 35 Millionen Optionen in dieser Woche getradet. So viele wie in noch keiner Woche zuvor. Call-Optionen, also Wetten auf steigende Aktien oder Indizes über Optionen. Da sehen wir, was da los ist. Da sehen wir, wie stark die Meute gewissermaßen All-In ist auf der Long-Seite, und dann fragt sich, wer soll kaufen, und gleichzeitig ist praktisch kaum einer abgesichert. Wir sehen hier das Put-Call-Ratio, also das Verhältnis von Puts, Wetten auf fallende Kurse, und Calls, Wetten auf steigende Kurse. Sind wir auf dem tiefsten Stand seit Juni, und Juni war wie jetzt also der tiefste Stand seit dem Jahr 2000. Das heißt, man fürchtet keine Rücksetzer, sonst würde man sich absichern, würde man sagen, okay, wir haben jetzt hier ein Long-Portfolio, machen wir besser ein paar Puts, stellen wir dagegen, damit wir dann gehedged sind, falls es mal runtergeht, dann müssen wir unsere Position im Portfolio nicht verkaufen, die dann an Wert verlieren, aber wir gewinnen dann ja über den Put wiederum Geld, sodass wir das ausgleichen können, ein bisschen geschützt sind vor Rückschlägen. Und das ist immer eine komische Konstellation, wenn keiner abgesichert ist auf der Unterseite, gleichzeitig alle investiert sind auf der Oberseite oder auf der Longseite. Dann braucht nur etwas passieren und alle müssen dann ziemlich schnell zur selben Tür raus, und da wird es gelegentlich dann ein bisschen eng. Wir kennen das, wenn eine solche Situation entsteht. Bisher haben wir noch keine Nachricht bekommen, die das motiviert. Deswegen sehen wir nur moderate Gewinnmitnahmen, möchte man sagen, aber alles andere eben als Panik. Aber das Potenzial ist da. Die Gefahr ist groß jetzt nach meiner Auffassung, dass eine solche Situation entsteht, eben weil die Voraussetzungen da sind. Alle all in, keiner abgesichert. Und in solchen Situationen ist die Wahrscheinlichkeit natürlich viel höher, als wenn alle ängstlich sind, ist klar. Das heißt, das Risiko ist jetzt größer für Kursverluste nach meiner Auffassung als in Zeiten, wo alle Schiss haben und sagen, oh Gott, ich will keine Aktien haben. Das ist meistens dann der gute Kaufzeitpunkt. Oder wie Warren Buffett da gesagt hatte, der hat gesagt, wenn alle gierig sind, dann sollst du ängstlich sein, und wenn alle ängstlich sind, sollst du gierig sein. Und derzeit sind alle gierig, sie können ihre eigenen Schlüsse daraus ziehen. Und wir haben, das hat so ein bisschen die Kurse bewegt heute, die offizielle Bestätigung, dass Biden Janet Yellen nominieren wird als Finanzministerin, und die Hoffnungen sind ja groß. Oh, die wundersame Janet, sie wird es rausreißen. Aber wenn, was wahrscheinlich ist, die Republikaner den Senat behalten, kommt auf die Nachwahl in Georgia an, dazu gleich mehr am 5. Januar, dann wird sich Janet Yellen nicht mit Jerome Powell auseinandersetzen müssen, sondern mit Mitch McConnell von den Republikanern. Und da kann sie Stimulus wollen, was sie will, wenn die Republikaner nicht mitspielen. Also das ist so ein bisschen das, was man vielleicht bedenken sollte. Und Janet Yellen hat dann auch einen Tweet abgesetzt, ungewöhnlich für eine so junge Dame. Da schreibt sie, ja, wir haben große Herausforderungen und wir müssen sicherstellen, dass der amerikanische Traum wieder realisierbar wird. Welcher amerikanische Traum? Der ist längst ausgeträumt. So wenig Chancengleichheit wie in den USA gibt es kaum in anderen Ländern. Deutschland ist da auch kein Paradebeispiel, aber wir sehen zum Beispiel hier, wer die Aktien hält, dass die obersten 1% haben mehr als 50% derselben. Dann kommen die nächsten 9% und der Rest, der dürfte dann den, oder das sind dann die Brotkrumen, die sozusagen vom Tisch gefallen sind, das sind dann die alle anderen, also diese Millionen von Amerikanern, die keine oder ganz, ganz wenig davon haben. Das heißt, die profitieren gar nicht von den Anstiegen der Aktienmärkte, die ja vorwiegend durch die Fed wiederum, nicht zuletzt durch Janet Yellen als Vorgängerin von Jerome Powell initiiert wurden, indem man eben die Vermögenspreise aufbläht, also die Aktienmärkte und die Immobilienpreise, während gleichzeitig man relativ wenig damit die Realwirtschaft beeinflusste. Let's be clear. Und jetzt haben wir heute die komische Situation, auch durch diese Meldung zunächst mal, dass Janet Yellen jetzt offiziell als Finanzministerin nominiert wurde, dass wir gleichzeitig die Situation haben, dass der Dollar auf dem tiefsten Stand seit 100 Tagen ist und Gold auch. Das heißt, wir haben eigentlich eine ungewöhnliche Situation. Normalerweise, wenn der Dollar schwach ist, ist das ja Rückenwind für Gold. Klar, Gold wird gegen den Dollar gehandelt und umgekehrt. Jetzt fallen beide. Wir hatten diese Situation zuletzt im Februar und im September 1991. Also sehr ungewöhnlich, was da passiert.
gar keine Frage. Und einer der Profiteure ist der Bitcoin, das heute auf ein neues Allzeithoch gestiegen ist, über das vorherige Allzeithoch. Und jetzt sagt hier Neil Ferguson, ein durchaus bekannter Historiker, sagt, ja, das ist doch hier praktisch die monetäre Revolution, die sich hier ausdrückt. Gold praktisch was für die Alten und Bitcoin ist das neue, der neue heiße Scheiß in gewisser Weise. Sie ist rar, die Währung, die Kryptowährung, sie ist souverän und sie ist ein großer, ein guter Platz für die Reichen, ihren Wohlstand darin zu parken. Na ja, gut, wir werden sehen. Bislang hat Bitcoin die Feuertaufe noch nicht bestanden und bestehen müssen. Nämlich, ob es wirklich als Zahlungsmittel geeignet ist, ob es als Zahlungsmittel fungieren kann. Bis auf ein paar Spezies im Darknet ist da ja noch nicht so wahnsinnig viel passiert. Oder sind sie zum Bäcker gegangen und haben damit Bitcoins bezahlt? Also ich zumindest noch nicht. Aber wir werden sehen. Jetzt noch ein paar andere Dinge, die vielleicht entscheidend sind. Wir haben jetzt die Situation, dass Donald Trump Jr., der sympathischste unter den Erdgenossen, jetzt eine Kampagne starten muss in Georgia, wo ja diese Nachwahl am 5. Januar startet, weil die Trump-Wähler so frustriert sind und sagen, ja, uns wurde die Wahl gestohlen, dass die überlegen, ob sie überhaupt dann bei dieser Senatswahl hier ihre Stimme abgeben am 5. Januar. Also das ist für die Republikaner jetzt ein echtes Thema. Die sind müde, die sagen sich, naja, eh alles gerickt, eh alles gefälscht, die eisernen Trump-Fans, und überlegen sich, ob sie dann überhaupt zu dieser Wahl erscheinen, ob sie da ihre Stimme abgeben, zumal es ja nicht um Trump geht, sondern um zwei andere republikanische Senatoren, die hier gewählt werden. Eine interessante Entwicklung, wie ich finde. Interessant auch, dass wir gestern die meisten Passagiere an US-Flughäfen hatten seit Mitte März, also seit Ausbruch der ganzen Corona-Geschichte, mit 1,176 Millionen. Man fürchtet ja ein Superspreader-Event. Wir werden sehen, ob Thanksgiving das wirklich gewesen ist. Und wir sehen, dass die Pandemie jetzt eben, das wissen wir alle, das spüren wir alle, das tun wir alle, dass eben viel mehr online jetzt bestellt wird und weniger direkt in den Geschäften. Eine schlechte Nachricht, vor allem für die Innenstädte, die immer mehr veröden werden. Die werden praktisch die Verlierer sein, die Innenstädte, die Speckgürtel, da wo mehr Platz ist, wo bessere Luft ist, wo Wälder vielleicht sind im Optimalfall, wo Flüsse sind im Optimalfall, wo man Fläche hat, wo man die Kinder im Garten spielen lassen kann, das werden die Gewinner sein. Wir sehen also, dass der Onlinehandel in den USA jetzt schon 64% aller Käufe ausmacht, während Brick and Mortar, also praktisch die In-Store, also die direkt in den Geschäften, nur noch 28% ausmacht, 8% dann zum Beispiel noch andere, wie zum Beispiel Kataloge etc. Natürlich ein Trend, der sich in Deutschland auch verstärken wird. Und ein Trend ist auch das, was mit unseren Verbraucherpreisen passiert, nicht mit den Vermögenspreisen, sehr schön zu unterscheiden, wie ich finde. Wir sehen hier, dass wir jetzt im Grunde seit Juni eine Deflation haben. Wir haben einmal minus 0,1% bei den Verbraucherpreisen hier in Deutschland, dann haben wir 0, dann haben wir minus 0,2, nochmal 0,2 und jetzt im November, die Zahlen sind heute gekommen, mit minus 0,3%, das nennt man Deflation. Trotz der massiven Interventionen, zum Beispiel der EZB, steigen die Verbraucherpreise nicht, eben weil diese ganze Corona-Geschichte deflationär ist. Was aber steigt, wie wir hier sehen, das sind eben die Immobilienpreise und die Aktienpreise ja auch. Hier sehen wir, das BIP zum Beispiel in den USA, booms, stürzt ab, aber die Preise für Immobilien, die schießen nach oben. Irgendwann muss sich diese Schere schließen. Irgendwann geht das nicht mehr zusammen. Wenn das BIP abstürzt, dann wird es vielen Menschen schlechter gehen. Dann kann man sich weniger bei noch höheren Preisen eine Immobilie leisten. Das halte ich für einen relativ logischen Denkansatz, aber vielleicht liege ich da falsch. Und wir sehen, dass die Verzerrung, die Manipulation der Notenbanken dann zu solchen Erscheinungen führt, wie dass die portugiesische 10-jährige Anleihe jetzt mit 0,006% nur noch rentiert, also praktisch mit 0. Vor 8 Jahren haben die Portugiesen noch 15% bezahlt für eine Staatsanleihe. Da gab es noch Zinsen, da gab es noch Renditen. Was waren das für Zeiten? Jetzt haben wir praktisch Deflation und wir haben Manipulation durch die Notenbanken. Das hilft der Wirtschaft nicht. Man sieht, wie sie schon versagen, um die Verbraucherpreise nach oben zu bekommen. Das Einzige, was sie nach oben bekommen, sind die Vermögenspreise. Aber da herrscht fast schon eine Hyperinflation. Aber da muss man natürlich gegen die Stagnation oder gegen den Rückgang der Verbraucherpreise arbeiten, um dann sozusagen diese Hyperinflation noch stärker zu beschleunigen bei den Vermögenspreisen.
Wer da eine gewisse Rationalität erkennt, der lebt vielleicht auf einem anderen Planeten. Das soll es erstmal gewesen sein. Wir haben also die Situation, dass die Aktienmärkte nicht mehr wirklich steigen, trotz guter Nachrichten, weil letztendlich alle drin sind und die schon drin sind, jetzt langsam raus müssen, wenn sie bestimmte Kriterien erfüllen müssen, wie 60, 40 oder 70, 30 Aktien zu Anleihen. Da gibt es für verschiedene Verwaltungsstrukturen im Profibereich, verschiedene Anforderungen. Jedenfalls scheint mir das der Hauptgrund dafür zu sein, dass es trotz dieser erneuten Impfstoff-Optimismus-Meldung heute nicht bislang zumindest für ein Plus gereicht hat. Ich wünsche jetzt einen wunderbaren Feierabend und sage Ihnen Servus und Ciao.